Fans des Rappers XXXTentacion sind in Schock und Trauer. Laut mehreren Medien und Beamtenberichten soll dieser nach einem Attentat ums Leben gekommen sein. Der 20-Jährige soll dabei Opfer eines sogenannten Drive-by-Shooting geworden sein. Dabei wurde ihm laut verschiedener Aussagen in den Kopf geschossen. Laut einem Audiomitschnitt des Funkverkehrs der Rettungskräfte sei Jazzy Dwayne Onfroy, so sein bürgerlicher Name, nicht ansprechbar gewesen. Eine zuständige Dienststelle der Feuerwehr hatte zunächst bestätigt, dass der Rapper unverzüglich in ein Krankenhaus gebracht worden sei, wo er dann verstarb. Seinen Durchbruch hatte er mit seinem Song Look at Me. Seine beiden Alben landeten in den USA auf Platz 1 der Charts. Viele seiner Fans wollen es noch nicht wahrhaben und zweifeln am Tod des Rappers, weil man kein Blut im Auto gesehen habe. Dutzende Anhänger und Kollegen des Künstlers teilen ihren Schmerz und Trauer um den Verstorbenen, der ihnen auf ewig in Erinnerung bleiben wird. What's up, guys? I'm just here saying, thinking, sometimes I just feel like I do too much trolling. Sometimes I feel like I just do too much. And tomorrow's not promised, you know what I mean? And I feel like sometimes someone might get the wrong image of me. You could be here today and be gone tomorrow. X spread nothing but positivity. Nothing but positivity. Always called me on the phone. Danny, are you okay? Danny, yo, you doing this the right way? Just try to do more of this. Like, you could call me, talk to me. Like, what's going on? Yo, fuck all that beef shit. Fuck all that. Knowing that he was nothing but positive and nobody wanted to harm him, you know what I'm saying? There's probably like 100,000 people out there trying to kill me, and I just... It's just crazy. R.I.P. to X. I love you. You will be missed. Bro, I don't even know what to say right now. Are you all my personal dreams? I just don't know what to say. I guess I'm just making this because the information, what I just heard, is that he's passed.